Einst lebten ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Und sie machten sich immer wieder Hoffnung, der liebe Gott werde ihnen ihren Wunsch erfüllen. Die beiden hatten in ihrem Haus ein Fenster, aus dem man in einen prächtigen Garten sehen konnte, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer mächtigen Zauberin gehörte, vor der sich alle Welt fürchtete. Eines Tages nun stand die Frau am Fenster und blickte in den Garten hinab. Ach, diese herrlichen Rapunzel. Sie sehen so frisch und grün aus. Ich habe solche Lust, davon zu essen. Die würden mir bestimmt köstlich schmecken. Das Verlangen der Frau wurde jeden Tag größer. Da sie aber wusste, dass sie keine Rapunzeln bekommen konnte, magerte sie aus Gram immer mehr ab und sah ganz blass und elend aus. Ihr Mann erschrak darüber sehr. Was fehlt dir, liebe Frau? Kann ich dir helfen? Hol mir Rapunzeln aus dem Garten hinter dem Haus. Wenn ich keine zu essen kriege, sterbe ich. Der Mann, der seine Frau lieb hatte, dachte: Ehe du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln. Koste es, was es wolle. Am selben Abend noch stieg der Mann in der Dämmerung über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich einen Salat daraus und aß ihn voll Begierde auf. Die Rapunzeln haben mir so gut geschmeckt, dass ich jetzt noch dreimal so viel Lust darauf habe. Morgen musst du mir gleich wieder welche holen. Um seine Ruhe zu haben, stieg der Mann am nächsten Abend wieder in den Garten. Als er aber gerade die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn die Zauberin stand mit zornigem Blick vor ihm. Wie kannst du es wagen, in meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb meine Rapunzeln zu stehlen? Das soll dir schlecht bekommen. Ich bitte euch, lasst Gnade vor Recht ergehen. Nur die Not hat mich dazu getrieben. Meine Frau hat eure Rapunzeln gesehen und verspürt so großes Gelüsten, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme. Als die Zauberin das gehört hatte, legte sich ihr Zorn. Nun, wenn es sich verhält, wie du sagst, erlaube ich dir, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du magst. Aber ich stelle eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen bei mir. Und ich will es behüten wie eine Mutter. Du bekommst, was du verlangst. Das verspreche ich dir. Nach einiger Zeit erfüllte sich der sehnliche Wunsch der Leute nach einem Kind. Aber gleich nach seiner Geburt erschien die Zauberin, gab dem kleinen Mädchen den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne. Als es 12 Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der mitten im Wald lag und weder Treppe noch Türe hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, stellte sie sich unten an den Turm und rief: Rapunzel! Rapunzel! Lass mir dein Haar herunter! Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnenes Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin hörte, band sie ihre Zöpfe los und wickelte sie um einen Fensterhaken. Dann fielen die Haare 20 Meter tief hinunter und die Zauberin stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren ritt einmal ein junger Prinz durch den Wald und kam an dem Turm vorbei. Was ist das für ein lieblicher Gesang? Der Königssohn blieb stehen und lauschte der süßen Stimme von Rapunzel, die sich in ihrer Einsamkeit die Zeit mit Singen vertrieb. Ich muss unbedingt hinaufsteigen, um das Mädchen zu sehen, das eine so wunderschöne Stimme hat. Der Prinz suchte rund um den Turm nach einer Türe, aber es war keine zu finden. Enttäuscht ritt er heim. Doch der Gesang hatte ihm das Herz so sehr gerührt, dass er jeden Tag zu dem Turm ritt und zuhörte. Als er einmal hinter einem Baum stand, kam die Zauberin heran und rief: Rapunzel! Rapunzel, lass dein Haar herunter! Rapunzel ließ die Haarflechten herab und die Zauberin stieg daran zu ihr hinauf. Der Königssohn, der alles genau beobachtet hatte, dachte: Aha, das ist also die Leiter, auf der man hinaufgelangt.
Auf diese Art will ich auch einmal mein Glück versuchen. Am folgenden Tag ging der Prinz in der Abenddämmerung zu dem Turm und rief: Rapunzel! Rapunzel, lass dein Haar herunter! Alsdann fielen die Haare herunter und der Königssohn kletterte daran empor. Rapunzel war furchtbar erschrocken, als plötzlich der Prinz vor ihr stand. Ach du liebe Güte, ein Mann! Und ich dachte, es sei die Alte. Der Königssohn redete aber so freundlich mit Rapunzel, dass sie bald ihre Angst verlor. Ich habe dich singen hören, als ich eines Tages hier vorbeiritt. Deine Stimme hat mir so das Herz bewegt, dass ich keine Ruhe mehr fand und dich unbedingt sehen musste. Du gefällst mir über alle Maßen. Möchtest du meine Frau werden? Rapunzel sah, wie schön und jung der Prinz war und dachte: Der wird mich sicher lieber haben als die Alte, die mich hier gefangen hält. Mit einem Lächeln legte sie ihre Hand in seine Hand und sagte: Ja, ich will deine Frau werden und gehe gerne mit dir. Aber ich weiß nicht, wie ich hier herauskommen soll. Ich hab's. Du musst mich jeden Tag besuchen und immer einen Strang Seide mitbringen. Daraus werde ich dann eine Leiter flechten. Wenn sie fertig ist, steige ich daran hinunter und du nimmst mich auf deinem Pferd mit. Ich tue alles, was du möchtest, damit du möglichst bald bei mir bist. Aber ich werde immer erst am Abend kommen, denn bei Tag ist ja die Alte da. Leb wohl. Bis morgen. Leb wohl. Die Zauberin merkte nichts von alledem, bis Rapunzel eines Tages zu ihr sagte: Warum fällt es mir viel schwerer, dich heraufzuziehen, als den jungen Königssohn? Der ist in einem Augenblick bei mir oben. Oh, du böses, unartiges Kind. Was muss ich von dir hören? Ich dachte, ich hätte dich hier sicher vor aller Welt versteckt. Und nun hast du mich doch betrogen. In ihrer Wut packte die Zauberin Rapunzels lange Flechten, griff eine Schere und schnitt ritsch, ratsch die schönen Haare ab. Da hast du deinen Lohn. Rapunzel blickte entsetzt auf die herrlichen Zöpfe, die am Boden lagen. Doch die Zauberin war so unbarmherzig, dass ihr diese Rache nicht genügte. Zur Strafe bringe ich dich jetzt in eine öde, verlassene Gegend. Dort musst du in Jammer und Elend leben und kannst zusehen, wie du dich durchschlägst. Am selben Tag, an dem die Zauberin Rapunzel verstoßen hatte, machte sie die abgeschnittenen Zöpfe am Fensterhaken fest. Wie jeden Abend kam der Prinz vorbei und rief: Rapunzel! Rapunzel, lass dein Haar herunter! Die Alte ließ die Haare hinab und der Königssohn stieg daran hinauf. Aber oben fand er nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösem und giftigem Blick ansah. Sieh da, sieh da. Du willst deine Liebste abholen. Aber der Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt auch nicht mehr. Die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren. Du wirst sie nie wieder zu Gesicht bekommen. Rapunzel, meine liebe Rapunzel, wie soll ich ohne dich leben? Außer sich vor Verzweiflung und Schmerz sprang der Königssohn vom Turm herab. Er blieb zwar am Leben und brach sich auch keinen einzigen Knochen, doch die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Oh weh, oh weh, oh weh, meine Augen, ich sehe nichts mehr. Wie kann ich jetzt meine geliebte Rapunzel finden? Ach, wäre ich nun schon bei ihr. Nachdem der Prinz eine Zeit lang so geklagt hatte, stellte er fest, dass ihm sonst nichts weiter geschehen war. Meine Beine, die sind zum Glück noch in Ordnung. Dann kann ich wenigstens in die Welt ziehen und meine liebste Rapunzel suchen. Der Königssohn machte sich auf den Weg, aber es ging nicht so leicht und schnell, wie er gedacht hatte. Blind irrte er durch Feld und Wald, über Berg und Tal, aß nichts als Wurzeln und Beeren und weinte über den Verlust seiner Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die verlassene Gegend, wo Rapunzel lebte. Sie hatte inzwischen Zwillinge geboren, ein Mädchen und einen Jungen, und fristete mit ihnen ein kümmerliches Leben. Vertraut, das muss Rapunzel sein.
Er ging schnell in die Richtung, aus der der Gesang ertönte. Als er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals. Mein Liebster, bist du's wirklich? Ich kann es kaum fassen, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Oh, ich bin ja so glücklich. Vor Freude begann Rapunzel zu weinen. Zwei von ihren Tränen aber befeuchteten die Augen des Königssohns. Da wurden sie wieder klar. Und er konnte damit sehen wie früher. Liebster Rapunzel, du hast mir mein Augenlicht wieder geschenkt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Nun holte Rapunzel die beiden Kinder herbei. Und der Prinz schloss sie herzlich in seine Arme. Ach, ich bin ja so froh, dass wir uns endlich wiedergefunden haben. Doch hier wollen wir nicht länger bleiben. Kommt mit, ich führe euch in mein Reich. Unter Lachen und Scherzen zogen sie zum Schloss des Prinzen, wo sie mit großer Freude empfangen wurden. Und dort lebten sie noch lange glücklich und vergnügt. Sie machte sich sogleich einen Salat daraus und aß ihn voll Begierde auf. Die Rapunzeln haben mir so gut geschmeckt, dass ich jetzt noch dreimal so viel Lust darauf habe. Morgen musst du mir gleich wieder welche holen. Um seine Ruhe zu haben, stieg der Mann am nächsten Abend wieder in den Garten. Als er aber gerade die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn die Zauberin stand mit. Die mir bestimmt köstlich schmecken. Das Verlangen der Frau wurde jeden Tag größer. Da sie aber wusste, dass sie keine Rapunzeln bekommen konnte, magerte sie aus Gram immer mehr ab und sah ganz blass und elend aus. Ihr Mann erschrak darüber sehr. Was fehlt dir, liebe Frau? Kann ich dir helfen? Hol mir Rapunzeln aus dem Garten hinter dem Haus. Wenn ich keine zu essen kriege, sterbe ich. Der Mann, der seine Frau lieb hatte, dachte, ehe du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln. Koste es, was es wolle. Am selben Abend noch stieg der Mann in der Dämmerung über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Einst lebten ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Und sie machten sich immer wieder Hoffnung, der liebe Gott werde ihnen ihren Wunsch erfüllen. Die beiden hatten in ihrem Haus ein Fenster, aus dem man in einen prächtigen Garten sehen konnte, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer mächtigen Zauberin gehörte, vor der sich alle Welt fürchtete. Eines Tages nun stand die Frau am Fenster und blickte in den Garten hinab. Och, diese herrlichen Rapunzel. Sie sehen so frisch und grün aus. Ich habe solche Lust davon zu essen. Die